Es erschließt sich mir nicht, wo seine Fähigkeiten herkommen. Vermute, dass es vornehmlich nicht angelerntes Wissen ist, sondern ein Talent. Das Schöne dabei ist, wenn man José beobachten kann, wie er mit den Tieren umgeht, wie er arbeitet, ist wirklich diese Ruhe. Also er hat sich erst angeguckt und dann direkt korrigiert und es hat sofort gewirkt. Man weiß direkt, was man machen muss und kann es auch dann direkt danach in der Praxis anwenden. Der Hund, der war beim José am Anfang genau wie bei jedem anderen. Also der guckte ihn direkt an und war gleich auf Angriff und wusste gar nicht warum. Er hat Leute gebissen, er hat auch mich gebissen, aber nicht so böse, wie ein Hund das eigentlich kann. Ja, sondern da steckte sehr viel Angst drin. Ja, und dann haben wir in stundenlanger Arbeit, tagelang, mit dem Hund gearbeitet. Das heißt, quasi musste ich viel umdenken, weil ich viel falsch mache. Tiere haben ein extrem schönes, sicheres Gespür dafür, ob das, was ihnen entgegenkommt, ob das positiv ist, ob das respektvoll ist. Ja. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, wie viel Respekt bringt man einer Kreatur entgegen. Wo es bei mir Klick gemacht hat, war, als José mir dann mal irgendwann erklärt hat, warum ich denn einen Hund nicht wie einen Hund behandle. Ich würde ja mein Pferd auch wie ein Pferd behandeln. Aber ich gehe mit einem Hund um wie mit irgendwas anderem, aber nicht wie mit einem Hund. Es geht nicht ums Beherrschen, es geht um einen Dialog. Es geht um Freiwilligkeit. Und da ist, glaube ich, eine sanfte Natur sehr viel konstruktiver. Es hat jeder seinen Platz gefunden und jetzt ist... Das sind für eine große Hundefamilie, dann große, ne? Die halten mich so auf dem Boden, die halten mich fest. So jedes Mal, dass ich mit meinen Tieren laufe, mit meinen Hunden schwimme oder mit meinem Pferd reite, der nimmt mich, dass ich gehöre hier, gehöre zu der Erde, ich bin ein Mensch. Um diese Erde zu respektieren, dann muss ich mit den Tieren umgehen, wie die das verdient haben.